Moin Leute, willkommen zurück zum Tourist Bus Simulator Folge 3. Mein Name ist Dennis und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, ganz kurze Information, ich bin ein bisschen am Vorproduzieren, weil ich nämlich von dem 29. bis zum 4. Dezember in New York City bin. Ja, ich werde auf Instagram ein bisschen posten, wenn ihr wollt. Also wer Bock hat, sich ein paar Stories anzugucken, einfach unter dem Video in die Beschreibung. Der erste Mitarbeiter, dein neuer Mitarbeiter wird morgen bereit sein. Geh einfach zum Kalender und überspringe die Zeit bis zum nächsten Tag, machen wir. Hier, ne? Ja. Jetzt bin ich gespannt. Wer wird der neue Mitarbeiter sein? Wie wird er sein? Der neue Mitarbeiter ist angekommen und steht nur zur Verfügung. Hole dir einen neuen Auftrag. Warte. Sitzt er jetzt hier drin? Wo ist er denn? Fahren immer noch keine Autos rum? Warte, da muss irgendwas falsch sein, Leute. Spiel. Fahrzeugneigung. Lenkkamera. Fahrgastkommentare. Ja, ist alles da. Federkraft. Verkehrsdichte ist 100%. Hä? Ja. Vielleicht liegt das am Tutorial. Wir gucken mal. Okay, wir brauchen einen neuen Auftrag. Also eine neue Strecke. Oh, jetzt erstmal einen Kaffee, ne? Premium Coffee, Hot Drinks. Geht runter wie Liebessaft. So. Okay. Achso, die Funktion funktioniert noch nicht. Orders, genau. Wir brauchen neue Aufträge. Ja. Schon wieder die Strecke? Sollen wir immer nur die jetzt fahren? Kann ich gar nicht. Hä? Ach doch, jetzt haben wir eine. So, müssen wir den Tag überspringen, ne? Schichtplan. Ah, diese Funktion ist noch nicht verfügbar. Funktioniert ja gut. Gehe zur Pinnwand, um den Schichtplan aufzurufen. Ja? Nein. Ach, da. So, im Schichtplan kannst du deine Routen... Oh, guck mal, da sehen wir jetzt die Karte mal, Leute. Geil. Shuttle-Service geht nicht. Sightseeing-Touren und Sightseeing-Planner. Ach so, wir haben also in dem Tourist-Bus-Simulator die Möglichkeit, Fahrdienste zu machen, also so Linien, wie wir das aktuell machen. Dann haben wir die Möglichkeit, Shuttle-Service, zum Beispiel vom Flughafen zu den ganzen Hotels. Und Sightseeing-Touren, da können wir über die Insel fahren und können so Spots suchen. Und Sightseeing-Planner. I don't know. So, hier. Wir haben hier, ne? Warte, rein und raus. Und hier ist der Flughafen. Boah, die Map ist aber schon groß. Was haben wir hier unten? Ist hier? Guck mal, da oben können wir auch noch hinfahren. Da können wir noch hinfahren. Mhm. Was muss ich in der Linie erstellen, oder was? Fahrdienste. Klicke auf den Reihen, um die Strecke anzuzeigen. Sollen wir den Steven das mal fahren lassen? Komm. Steven, fahr mal hier. Kannst du mal fahren da. So, warte mal, ich jetzt. Oder soll ich das fahren? Öffne wieder den Kalender und springe zwei Tage zuvor. Ach da, okay. Ah. So, was ist denn jetzt? Müssen wir einen neuen Bus kaufen wahrscheinlich, ne? Der Auftrag wurde erfolgreich von deinem Mitarbeiter abgeschlossen. Öffne nun wieder die Fuhrparkverwaltung im Fahrzeugmenü. Das Problem ist, Leute, wir haben ein Riesenproblem. Unser Mitarbeiter ist einfach ein Geist. Wo ist mein Bus? Ich will jetzt mal wissen, was das hier ist. Warte mal. Was kann man hier machen? Dieses Fitnessstudio verbessert. Kann man da nicht rein? Dieses Fitnessstudio verbessert die Zufriedenheit deiner Mitarbeiter. Okay. Lassen wir uns mal überraschen, ne? Gucken wir mal. Ich hoffe, man kann hinter sich ein besseres Büro kaufen. Hier hinten im hintersten Eck ist ja auch irgendwie... Naja, egal. Wir brauchen einen neuen Bus, glaube ich. Warte mal, wo ist... Hier, ne? Ne, warte mal, hier war das. Ah, der Mitarbeiter... Okay, also unser Bus ist jetzt weg, Leute. Wir brauchen einen neuen. What? Achso, ganz neu. Ganz, oh Gott. Können wir uns nichts mehr leisten? Und jetzt? Kennzeichen ändern. Ist mir egal. Und jetzt? Der Auftrag wurde erfolgreich von der Mitarbeiter bestanden. Öffne den Fuhrpark im Fahrzeugmenü. Der Mitarbeiter hatte für den Auftrag deinen Bus benötigt. Klicke auf das Feld, um den Bus wieder dir zuzuweisen. Ach so. Hier. Ja, da ist er wieder. Zack. Hol dir einen neuen Auftrag. Ja, wie oft denn noch? Das Vehicles. Ja, das haben wir schon.
So, das war der Aufträge. Das muss hier gewesen sein, ne? Ne, war es nicht. Hier? Ja. Es gibt Aufträge, welche dauerhaft bestehen. Okay. Ach, guck mal hier. Ach so. Es sind immer die gleichen. So, neue Aufträge. Ja, da haben wir den. So. Öffne wieder den Schichtplan und dein Fahrzeug. Oh. Ich muss mich selber als Fahrer wieder hinzuweisen. Ich bin hier der Fahrer. So. Muss zum nächsten Termin wieder. Warum fährt eigentlich der Bus dann nur einmal am Tag? So, Folge der Route. Ja, okay. Boah, eine Nachtfahrt, Mann. Geil. Nee, doch nicht. Ist das Morgengrauen, oder? Es fährt halt kein Auto rum, ne? Ist halt auch nur eine relativ frühe Version, die ich habe, aber. In der ersten Folge sind auch Autos hier rumgefahren. Was ist das denn? Mach zu da! Klimaanlage noch an. Zielanzeige anmachen. Oh! Vorwärts. Oh, Alter, der macht einen Kickstarter. Jetzt. Los geht's, Leute. Ist das nicht die gleiche Route wie in der letzten Folge? Vor allem, warum habe ich in der letzten Folge eigentlich eine Haltestelle ausgelassen? Das ist der Quatsch. Oh, Schlaglöcher hier. Boah. Müsste auf jeden Fall mal bald neue Dinger kaufen hier. Neues Werkzeug, beziehungsweise neue Materialien, um den Kessel hier wieder, den Bus wieder auf den Vorderdamm zu bringen. Because the bus is very buggy. Wir haben den ja gekauft und da hatte er schon seine Defizite, ne? Ist nicht so gut. So. Hab ich das Spiel kaputt gemacht, Leute? Wo sind die ganzen Autos? Ich habe nichts geändert. Ich hab die Vermutung, das liegt am Tutorial. Aber warum sollten dann keine. Wir werden es niemals erfahren. Guck mal, hier kann ich 80 fahren. Ne, 60, ne? Ich muss aufpassen, ich will nicht geblitzt werden. Ne, ist eine andere Route. Boah, guck mal, jetzt geht's hier auf die Schnellstraße. Da darf man hier fahren 90. Wie viel haben wir gerade auf dem Tacho? Ich habe keine Ahnung, ich deute mal als 90. Jetzt gibt's 100, Junge! Ah, da steht's ja. 85. Was denn? Das ist eine andere Strecke. Was ein Straßenverlauf, ey. Hier ist bestimmt irgendwo ein Blitzer, ich sage euch. Baustelle. Eine sehr kacke Landschaft auf jeden Fall, oder? Wenn ich hier wohnen würde, würde ich echt so vielleicht manisch depressiv werden, ey. Hier rum. Blinker. Und wieder hier rum. Müssen wir denn hin? Playa. Boah, ich habe jetzt so Bock auf Strand, ne? Ah. Was seid ihr? Seid ihr so Leute, die eher so einen Städtetrip machen? Also so Urlaubsstättemäßig? Also Trip von Stadt zu Stadt? Oder beziehungsweise mal Stadt angucken, wie ich jetzt zum Beispiel mit New York? Oder seid ihr jemand, der so auch gerne am Strand rumgammelt? Also Strandurlaub macht? Ich bin da eher so. Ich mag eher Städtetrip, weil ich habe immer Angst, dass wenn ich einen Strandurlaub mache, dass mir irgendwann zu langweilig wird, wisst ihr? Weil du sitzt ja den ganzen Tag da, aber das ist halt auch der Urlaub irgendwie so, ne? Das muss man sich ja vorher im Klaren sein. Guck mal, ist ausgestorben, hier fährt kein Mensch rum. Ich habe hier meinen Bus. Ich habe hier mein Busunternehmen aufgemacht und dann. Warte mal, muss ich jetzt da halten oder auf die andere Seite? Moment. Lass uns gucken. Wir gucken uns das mal an.
Okay, ich muss auf der anderen Seite. Scheiße. Aber soll ich das denn wissen? Ich hätte auf das Navi gucken können, das wäre ne. Ich komm gleich! Ist mir schon wieder hier Bruna gefallen. Oh, der Stift. Upsala. Ja, oh Gott, ist das eng hier. Warte mal, da oben ist eine Einbahnstraße, darf ich nicht reinfahren? Ist halt eng hier, Leute. Wenn jetzt hier nur Autos rumfahren würden, ne? FPS-Drop ist auf jeden Fall da. Wir haben El Captain das Restaurant entdeckt. Geil! So früh sind schon Touris unterwegs. Oder ist es abends? Weiß ich nicht. Jetzt hier runter. Ist halt eng. So. Nächste links. Gesundheit. Der Bus ist da. Guck mal, die winken. Sehr abschüssig hier. Guten Tag. Kommen Sie rein. Ihr Bus ist da. Ja, Sie. Moin. Moin, 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 moin. Zwei miteinander die gleiche Person. Ja, moin. Hallo. Hey. Guten Tag. Voll? Sieht so aus, als ob die Sonne aufgeht, ne? Ah. Tür zumachen. Geht weiter. Herzlich willkommen an Bord. Blinker ist gesetzt. Nächste Halte. Ist dreckig die Scheibe, Mann. Habt ihr gesehen hier oben? Links ist dreckig. Boah. Hier, guck mal. Putzen. Willkommen an Bord. Wir bringen Sie heute zur nächsten Haltestelle. Machen Sie sich jetzt bequem. Danke. Bitte vergessen Sie nicht, unser WLAN-Angebot an Bord zu nutzen. Funktioniert besser als in Deutschland. Hier haben Sie 9G. In Deutschland 1G. Etsch. Dankeschön. Das ist echt krass, oder? Ich finde, das Internet in Deutschland ist teilweise in manchen Gebieten so schlecht, ey. Aber jetzt aber. Oh, guck mal. Guck mal hier, wie... Schaut mal an hier, Leute. Toll aus. Oder? Da machen wir einen Screenshot hier. Fotomodus. Schön. Mal schön hier mit unserem Bus lang. Keiner stört uns. Geil. Oh Gott, beinahe... Beinahe hier einen Unfall gebaut. Ich muss jetzt die Verspätung wieder reinholen, weil ich musste ja eine Runde da drehen. Deswegen würde ich sagen... Fahren wir mit überholter Geschwindigkeit mal. Nee, Spaß. Also mein Tipp ist, wenn ihr das hier euch kaufen solltet, in der Link ist in der Videobeschreibung, dann macht das so, dass ihr wirklich die Neigung ausstellt, ne? Oder reduziert, ist ein bisschen besser. Der Dauerauftrag. Boah, jetzt geht's hier in die Felsenkette, guck mal Leute. Fahren wir ein bisschen hier rein. Ins Innere des Landes. Der Insel. Wie schnell ist sie überhaupt? Erlaubt. Keine Ahnung, ich fahre 95. Aber der Kurve da vorne sollte ich ein bisschen langsamer werden. Oder meint ihr, ich schaffe die Kurve mit 100 Sachen? Nein, mit 80, 90. Ja, doch. Bisschen gewöhnungsbedürftig, aber wir schaffen es. Für die Hupe passt gar nicht zu so einem Reisebus. La 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 la. Was ist das denn hier rechts? Industriegebiet. Wie weit müssen wir denn zur nächsten Haltestelle? Das steht ja nirgendwo. Achso, da unten steht ja sogar eine Zeit. Wir haben 6.35 Uhr und ich frage mich, wann die Sonne untergeht. Ja sicher, Leute. Ich war ein bisschen blind. Und 98 km haben wir gerade auf der Tachonadel. Aber hier ist 90 nur erlaubt. Aber ich sehe keinen Blitzer. Wird alles schon so gehen. Oh mein Gott. Sind wir gerade abgehoben? Ich überhaupt? Ich hoffe nicht. Die Fahrgäste müssen uns ja bewerten im Internet. Aber es ist schon ein ausgearbeiteter Fernbus-Simulator auf Fuerteventura. Oder?
Nochmal Erde jetzt hier. DML Studios. Gleicher Bus. Die Strecke ist ein bisschen anders. Manche Mechaniken. Mein Auge juckt die ganze Zeit, ey. Oh, seh nix. Ich bin so wie so ein Pirat. Ich kann nur mit einem Auge Bus fahren. So. Antigua. Moa. Stefan. Da vorne ist die nächste Haltestelle. Der Bus ist da. Einsteigen bitte. Wir haben den ganzen Tag Zeit. Hallo, guten Tag. Wo wollen Sie denn hin? Hallo. Hallo. Mein Knopf weiter aufmachen ging auch nicht mehr, ne? Hallo. Hallo. Ja. Alle drin? Da kommen wir hier noch zu spät. Oh, schöner Hut, Mann. So, einer noch. Alles klar. Soll ich bleiben, bitte? Ah, hier, Blinker. Der Dauerauftrag. Ah. Oh, ist das eng. Ich habe immer auch so, wenn du mit so einem Shuttle vom Flughafen zu den Hotels gefahren bist, ne, wie eng die manchmal durch die Gassen da fahren müssen. Heiliges Brötchen. So. Weiter geht's. Ab zum nächsten Ort. Ja, Mann. Schlaglöcher sind da. Geil. Das freut schön das Getriebe des Busses. Zack. Wieder 90, ne? Erlaubt. Ja, steht er da unten. Geil. Oh, Alter. Was war das denn für ein Schlagloch? Ist mir ganz kurz ein Zahn aus dem Mund geflogen. So laut habe ich mich erschrocken. Gibt gar keinen Sinn. Gibt keinen Sinn, was der sagt. Find's aber schade, Leute, dass hier keine Autos langfahren. Wäre da ein viel schöneres Fahrerlebnis, ey. Ich würde mich richtig aufregen. Wie so ein deutscher Autofahrer. Meine Haare sind übrigens, ey, Katastrophe. Wie so ein schöner deutscher Autofahrer. Jetzt fahr doch schneller, Junge! Es ist doch grün! Ach ja. Oh, guck mal hier. Oh. Gut, dass die Bremsbeläge hier gut funktionieren. La, ich fahr mit meinem Bus. Ich habe ja leider kein Radio, ich muss ja die Musik selber machen. Ich bin auch für das Sportprogramm unter. Ich habe gerade gehört, dass jemand in die Toilette verstopft hat. Ne? Da gehe ich gleich erstmal hin und drück dem wie so ein Pömpel in der Klo. Oh, hier, Spur. Oh. Hey, wie viel Sprit verbraucht man auch bei dem Gelände hier, ne? Wenn der Bus so den Berg da hochrollen muss und alles. Heieiei. Oh, das ist die nächste Haltestelle. Ist, glaube ich, die Endstation, ne? Oh mein Gott. Ich bin ein guter Busfahrer. Ich schaff das. Ich bin doch echt ein guter Busfahrer. Ne, es geht noch weiter. Ne, warte mal. Wir müssen dann wieder zurückfahren. Ach so. Wir müssen ja unseren Bus wieder zurückbringen. Guck mal, die stehen da schon. Wir wollen nur welche aussteigen. Aber warten wir mal eben, bis die raus sind. Ich mach mal einen Blinker an hier. Kannst auch Warnblinker machen. Hier, guck mal. Boah. Ja, raus! Habt ihr... Habt ihr gesehen, da hinten ist gerade was runtergefallen? Fertig? Aber ich komme jetzt ja wieder, ne? Dann nehme ich euch mit, Leute. Was ist denn hier die? Muss ich einmal hier drehen? Schön durch die engen Gassen. Oh, 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 Atomschlagloch.
Kriegen wir hin alles, Leute. Kriegen wir alles hin. Das ist doch gut, Mann. Ups. Scheiße, der geht jedes Mal kaputt. War hier Fahrgäste drin? Muss mal ganz kurz checken, hab ich den jetzt kaputt gemacht? Irgendwo beschädigt? Nee. Schadensmodell ist da, Leute. Mach ich erstmal meinen Bus kaputt. Toll. So. Oh. Ja, das war. Ich sag noch, ich bin guter Busfahrer. Geil. Nein! Oh! Junge, ist das eng hier! Geiles Motorrad. Audi TT. Nicht so mein Herz. Guten Tag. Genau, kommen Sie alle rein. Ich bringe Sie sicher ans Ziel. Ich habe gerade nur eine Laterne mitgenommen. Ist absolut kein Problem. Das habe ich echt im Bus zerstört, ne? Das Problem ist, umso mehr man irgendwo gegenfährt, gehen die ganzen Sachen kaputt und irgendwann fährt er nicht mehr. Kostet die Wartungsgebühren so. Scheiße. Passiert im Besten. Was soll ich jetzt tun, Leute? Ärgerliche Nummer. Ärgerliche Nummer. Hier ist ein Hotel. Warum nicht, ne? Man sieht, dass die Tourismusbranche hier auf der Insel auf jeden Fall am Boom ist. Vor allem auch der Mietwagen, das Mietwagen-Business. Wie lange geht denn diese Strecke? Keine Ahnung. Ach, wir fahren jetzt einfach zurück wahrscheinlich. Weil wir müssen den Bus ja wieder zum Hof zurückbringen. Und dafür kriegen wir auch nur wieder 500 Dollar. Euro, meine ich. Wie lange müssen wir denn dann fahren, damit wir... Ey, wenn wir einen neuen Bus zusammen haben wollen, dann müssen wir ja... die Megastrecken fahren. Man kriegt ja bestimmt nur 1000 Dollar. Weil guck mal, wie lang diese Strecke hier ist, ja? Und 500 Euro nur. Ich sag mal Dollar. 500 Euro nur. Ist ja eigentlich nix, oder? Das Tutorial übrigens, in dem wir immer noch hängen, geht so 1-2 Stunden, haben die mir gesagt. Vielleicht, ich kann mir nur das erklären, warum wir keine Autos rumfahren, aber es ergibt keinen Sinn, weil ganz am Anfang, wo wir, die allererste Folge, da sind ja auch Autos hier rumgefahren, wisst ihr, was ich meine? Warum jetzt nicht mehr? Mehr als seltsam, Sherlock. Werden wir jemals die Antwort drauf kriegen? Oder müssen wir ETL 2 X-Factor gucken? Das war so schlecht, ey. Ja. Oh, das ist gefährlich hier. Ein bisschen abbremsen. Ich meine, wo mir vor allem dieser Unfall passiert ist und ich im Bus beschieße, da waren ja keine Fahrgäste drin, ne? Ist ja alles in Ordnung. Irgendwie auch legitim. Hat ja keiner gesehen. Außer die Leute, die da wohnen. Und mit 70 durch die... Aber wir sind nirgendwo Blitzer. Habt ihr gesehen, wie das Navi mich gerade leiten wollte? Ich
Die Fahrgäste? Nö. Wollen die Leute nur aussteigen? Okay. Raus mit dir, du dumme Sau. Was hat die für eine Schuhgröße, Alter? 120? Guck mal die Schuhe, wie groß die sind. Vorne wieder zumachen, hier will keiner rein. Oh. Perfekt. Alle weg? Ach, guck mal, jetzt kommt doch Fahrgäste, oder was? Ne, die hauen ab, ne? Keiner will mit uns Bus fahren, Leute. Das hat sich schon rumgesprochen, ich sag's euch. Huch. Das hat sich schon rumgesprochen. Folge der Navigation bis zur Endhaltestelle, okay. Was ist das hier rechts für ein Symbol? Das sieht aus wie so eine Bank. Hier, guck mal, das hier. Ey, wir schicken da. Egal. Irgendwie die Map auch groß. Ah, guck mal, Leute. Ja, wir fahren jetzt praktisch dahin, wo wir hergekommen sind. Dann haben wir, ein bisschen wieder Geld verdient. Geil. Es ist geil, Geld zu haben. Als Busfahrer natürlich, ne? Ich finde ja, es ist immer krass, dass Piloten ja immer so hoch gelobt werden. Die beschützen so viele Menschen, haben so viel Verantwortung. Also beschützt ist Quatsch. Also die haben so viel Verantwortung, bringen die Leute sich in A und B. Aber ein Busfahrer und ein Straßenbahnfahrer hat ja eigentlich auch viel Verantwortung, wenn man bedenkt, wie viele Leute der am Tag von A nach B bringt, oder? Deswegen finde ich, sollte man auch den Leuten ein bisschen mehr Respekt zollen. Ist nämlich, glaube ich, genauso ein stressiger Beruf. Vor allem als Straßenbahnfahrer oder Busfahrer in dem öffentlichen Verkehr hast du so oft Leute, die auf ihre Handys gucken und dann so über die Straße laufen und du musst dann halt als Bahnfahrer reagieren. Schon ein bisschen hart. Oder so ein Zugfahrer. Ich habe mal gelesen, dass jemand, der einen Zug steuert, in seinem Leben laut Studium mindestens einen Menschen überfährt, weil die Leute bringen sich ja immer alle um, indem die auf die Gleise rennen. Ah, schon hart irgendwie, oder? Das muss man sich irgendwie so bewusst sein, wenn man sowas ausüben will als Beruf. Vielleicht gibt es auch Menschen, denen das irgendwie noch nie passiert ist, so ein Lokführer oder so. Ich bin ja immer so ein bisschen zwiegespannt. Ich denke mir so, Leute, die sich vom Zug werfen, ist auch irgendwie egoistisch, weil der arme Lokführer so, der ist sein Leben vielleicht geschädigt so, weil der hat einen Menschen auf seinem Leben, also nicht auf seinem Gewissen, aber er mit dem Zug, den er gesteuert hat, einen Menschen überrollt, ne? Schon irgendwie, weiß ich nicht. Ist ein interessantes Thema auf jeden Fall. Aber über Selbstmord, ich meine, ist, glaube ich, für Let's Play nicht so geeignet. Es gibt so viele Menschen, die Depressionen haben und so weiter. Ich kann nur immer den Tipp geben, das sage ich auch immer in den Streams, versucht immer, also ist leicht gesagt, versucht einfach immer irgendwie aufzustehen und eine Lösung zu finden. Weil so habe ich das damals auch gemacht und ich habe das ja schon mal damals in den Streams und auf YouTube erzählt, da gibt es auch ein extra Video. Das habe ich nicht gemacht, um Klicks zu kriegen oder so, sondern ich fand es einfach toll, dass ich so viele Subs auf Twitch bekommen habe und da habe ich mir einfach gedacht, ich erkläre den Leuten mal, wie dankbar ich eigentlich bin durch die Ereignisse von früher und müsst ihr euch mal anschauen. Und da erkläre ich ein bisschen und ich habe damals für mich den Entschluss gefasst, ich hatte auch die Gott sei Dank die richtigen Leute in meiner Umgebung, habe ich den Entschluss gefasst, nicht aufzugeben und aus meinem Leben dann irgendwie versuchen, doch was zu machen. Und jetzt sitze ich hier und spiele Bus-Simulator und unterhalte euch. Ist irgendwie auch irgendwie ironisch, oder? Weil ich wollte früher immer, Alter, ich wollte früher immer, wo ich klein war, wollte ich immer Busfahrer werden. Immer. Würde ich echt gerne mal so einen Bus steuern, ey. Wenn man mal so auf so einen Betriebshof oder so. Ich habe schon mal im Umsee-Let's Play gesagt. So, wir haben die Endstation erreicht. Na, nun mal, Leute. Einmal aussteigen, bitte. Wollen wir eigentlich nach hinten gucken? Nee, ne? So viel hatten wir ja gar nicht mehr drin. Ich guck mal ganz kurz auf der Busse. Alle Haltestellen wurden angefahren. Keine Fahrgäste wurden an. Ja, perfekt. So, dann müssen wir den Bus noch wegbringen, dann haben wir's. Und dann bin ich ja mal gespannt, was wir kriegen, Leute. Da bin ich ja mal richtig gespannt. Aber wir haben auch viele. Alter, wie viele Restaurants es hier gibt. Oh, wir kommen mal ganz schlecht den Berg hier hoch.
Man muss aber auch immer so krass ausholen mit dem Ding hier, ne? Holla die Waldfee. Was ist das denn hier? Ist das ein Hotel? Ja, oder? Können wir schlafen gehen. Genau. Barsalo Fuerteventura. Ein Hotel, Leute. Fahren Sie zum Firmengelände zurück. Ja. Oh. Manchmal, wenn du so einen Berg runterrollst, bist du ja ein bisschen schneller. Dann verlierst du beinahe die Kontrolle, ey. Ich brauche gar kein Licht mehr, oder? Kann ich denn das ausstellen? Warte mal. Tank, ja, ist noch okay. Brems. Warum war das Ganze das Fahrerlicht an? Was ist jetzt? Er rollt einfach weiter. Der Bus ist weitergerollt. Ups. Ups. Passiert dem Besten, Leute. Schönes Meer, oder? Das Wasser sieht aber echt geil aus. Ja, Tank haben wir noch genug. Da brauchen wir jetzt nicht tanken zu gehen. Nee, nee. Ob wir unseren Mitarbeiter jemals zu Gesicht bekommen? Ich werde mal nach der Aufnahme das Spiel neu starten, um zu gucken, ob der Verkehr irgendwie doch nachlädt. Sehr strange. Sehr strange. Hauptsache Licht ist an, tagsüber. Aber ist ja bei meinem Bus auch. Boah, ich denke immer, ich heb gleich ab. Aber dass man jedes Mal zum Firmengelände zurückfahren muss, ist ein bisschen, das finde ich beim Bus-Simulator besser gemacht. Das fand ich sowieso. Ich fand sowieso, davon haben wir ja Let's Play gemacht, Leute, ne? Der Bus-Simulator war echt ein solides Spiel. Also es war nicht schlecht. Scheiß Musik. Ich fahr mal hier lang. Ich gehe davon aus, dass ich hier... Hätte ich hier doch auch einfach... Ich fahr hier lang. Hier rum. Ja. Warum wird der Bus immer schneller? Ich beschleunige doch gar nicht. Oh, ich fahre manchmal ein bisschen zu schnell. Muss ich mir echt abgewöhnen. Guck mal, wie krass ich immer in die Bremsen gehen muss. Hoffentlich hat das keine Auswirkungen auf den Zustand des Busses. Aber Kreisverkehr muss man nicht blinken. Kreisverkehr muss man nur blinken, nicht wenn man reinfährt, sondern wenn man rausfährt. Ne? Für alle Fahranfänger hier. Guck mal, jetzt willst du hier raus, dann blinkst du hier. So, zack. Dann wieder aus. Und dann fährst du erstmal auf zwei Spuren. Leute, bis auf den Crash habe ich das aber gut gemacht. Parke auf dem Hof und steige aus. Ja. Ah, betrete dein Büro. Alright, that is what we next to do have. Oh, warte mal, ich mach mal die Tür zu. Ich schätze, einer Mann. Man weiß ja nie. Die Zerifizierung. Und jetzt? Öffne wieder den Schichtplan, um deinem Mitarbeiter diesen permanenten Auftrag zuzuweisen. Ist eigentlich eine gute Idee, weil dann verdienen wir nebenbei noch Geld. Genau, wenn wir hinterher, nachdem du diesen Auftrag erfolgreich selbst gefahren bist, ist er nun... Ah, okay, das ist wie beim Bussimulator. Wir müssen also die Strecken immer selber fahren. Könntest sagen, hier, Kollege Steve, fahr mal hier den hier. Ja, Steve, hier den... So, haben wir. Gehe zum anderen Computer. Ja. Klicke auf den Button, um dann aktuell Vorräte und Snacks und Getränke für Sightseeing-Touren. Ach lol, das ist ja geil. Wir können jetzt sagen... Wir können jetzt sagen, hier, Wasser und so brauchen wir. Food.
Aber ich kann nichts kaufen. Ich hätte gern Salami. Ja, was soll ich jetzt hier machen? Geh zum Aktenschrank, ja? Was können wir da machen? Klicke auf diese Buttons, um die... Haben wir mal Magenknurren gerade gehört? Klicke auf diese Buttons, um verschiedene Tags... Achso, wir können jetzt zum Beispiel einen Wi-Fi-Partner holen, Service-Part und sowas alles. Geil. Fahrzeugversicherung. Verlustversicherung, WLAN. Ja. WLAN-Service. $4.99 für ein Gigabyte. Versicherung wäre eigentlich gar nicht mal so... 30%, Mann. Ja, Versicherung. So. Gehe zum Taschenrechner in den nächsten Raum. Was ist denn hier? Achso, das sind unsere Finanzen. Wie viel wir einnehmen und, ne? Einnahme, Credits. Habe ich jetzt gerade einen Kredit aufgenommen? Nein. Habe ich jetzt einen Kredit? Nee, achso, den Kredit hatte ich schon vorher. Gehe zur Pinnwand in diesem Raum. Diese Schaltfläche gibt dir einen Überblick über deine persönliche Leistung deines Unternehmens. Klicke auf diesen Button, um Berichte für deine letzten Aufträge anzuzeigen. Abgeschlossene Touren, okay, Warum läuft der immer weiter? Oh, jetzt kommen wir in die Werkstatt. Freunde, da machen wir in der nächsten Folge von Tourist Bus Simulator. Folge 4, die gibt's dann in Kürze. Vielleicht ist sie schon da. Öffnet die Playlist. Danke fürs Zugucken und bis zur nächsten Episode hier. Danke fürs Zugucken. Tschüss.